Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese. Da hat der Heinz Freitag, der damals Regie gemacht hat, hat dann gesagt, und dann bring dir ein paar T-Shirts mit, du wirst die durchschwitzen. Ja. Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit. Und er hat mir noch von sich aus noch ein Hemd mitgebracht, weil er gedacht hat, ich tue das nicht. Doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Wie trinkst du den Kaffee denn? Schwarz, bitte. Einfach schwarz? Ja. Aber Zucker? Nee, gar nichts. Nur schwarz. Das ist Wolfgang Kondrus. Er ist Schauspieler, Synchron-, Hörbuch- und Hörspielsprecher. Stärkeunterschiede, also kräftig, normal, mittel? Nö, komm, ruhig kräftig, bitte. Okay. Gut. Ja. Wir kennen ihn vor allem als die deutsche Stimme von Jeff Daniels, zum Beispiel in Speed oder Der Marsianer, Ed Harris in Rock, feste Entscheidung oder Sam Neill in Jurassic Park. Doch der Sohn des Schauspieler-Ehepaars Lia Kondrus und Siegfried Breuer stand schon von Kindesbeinen an auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und auch vor der Kamera. So zum Beispiel in den Trümmern von Berlin als Gustav mit der Hupe, in der Verfilmung von Emil und die Detektive 1954. Er spielte am Schiller-Theater, an der Volksbühne, am Theater am Kurfürstendamm, ist in Lesungen, Hörspielen und Features des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu hören, war als Gastsprecher bei den drei Fragezeichen in den Folgen Doppelte Täuschung und Geisterbucht, las für Audible unter anderem Daniel Defoes Klassiker Robinson Crusoe, für den Hörverlag zusammen mit Simon Jäger, Christopher Moores zotigen Fortsetzungsroman Der Schelm von Venedig und hat sich bis heute die Freude am Spiel bewahrt. Er ist, samt Zäpfchen-R, Machete und vielleicht zuweilen hohen Cholesterinwerten, im positivsten Sinne Schauspieler der alten Schule und ein gewissenhafter Verfechter der korrekten Sprache und Aussprache. Man muss argumentieren können, aber er lässt sich auch eines Besseren belehren. Nur nicht per Mail. Denn Wolfgang hat und will auch keinen Internetzugang. Also, los geht's. So. Wollen wir starten? Können wir machen, ja. Schön. Und, ist okay? Gut, sehr gut, ja. Schön. Ich hab Cappuccino. Zum Wohl, ja. Zum Wohl. Schön, dass du da bist, Wolfgang. Ja, freue mich auch. Ich brauch's doch ein bisschen mit Milch und ein bisschen Zucker. Gut. Aber um 18 Uhr ist für dich kein Problem, noch Kaffee zu trinken, ja? Ist das? Überhaupt nicht. Ja. Wir gehen hin und wieder auch so erst um 20, 21 Uhr irgendwie noch ein bisschen essen oder so. Dann trinke ich Espresso, meist oft einen doppelten oder einen einfachen. Mhm. Also, aber ich kann dann gut zur Verdauung schlafen. Quasi, nach dem Essen. Weiß ich nicht, ob das wirklich zur Verdauung beiträgt, da habe ich keine Probleme mit. ich schlafe gut danach, also da habe ich keine Bedenken. Ach, sehr schön. Ich habe ja, was mir vorher gar nicht so klar war, in Vorbereitung unseres Gesprächs heute Abend, nochmal festgestellt, dass du ja eigentlich quasi aus einer Schauspielerdynastie kommst, kann man ja fast sagen. Also dein Opa war Opernsänger, deine Eltern beide Schauspieler, dein Bruder war Schauspieler, deine beiden Neffen sind Schauspieler und auch im Synchron tätig. Naja, da, ich weiß nicht, im Internet. Ja, da sieht man dann mal wieder, was das Internet so rumspinnt. Ja. Also mein Großvater war kein Opernsänger. Okay. So fängt's an, der war Steuerberater. Ach, sehr guter wohl. Okay. Und meine Eltern waren Schauspieler, das ist richtig. Mhm. Siegfried Breuer ist mein Vater und Lia Kondrus oder Lia Fischer-Fehling damals, weil meine Mutter dann nochmal geheiratet hat, die war auch Schauspielerin, ja. Mhm. So, mein Bruder, der nun leider nicht mehr lebt, der hat nicht so viel Spaß daran gehabt, dieses Spiel auszuüben. Wir haben allerdings einmal
Das war unser erster Auftritt im Schillertheater. Zwillinge in Peter Pan gespielt, wobei mein Bruder immer ein Kopf oder anderthalb Köpfe größer war als ich, auch überhaupt nicht so aussah wie ich. Also wir, aber Barlock hat gesagt, nö, wir damals liefen wir, glaube ich, noch unter Fischer Fehling, sagt er, nö, wenn die beide unter Fischer, dann sollen die als Zwillinge durchgehen. Und so haben wir da also die Zwillinge gespielt. Das war der erste schöne Kontakt zu Barlock und zum Schillertheater, woraus ja dann später auch mein weiteres Spiel da und mein festes Engagement entstand. Und mein Bruder war also nicht so affin. Der hat also einmal noch mit Martin Held eine kleinere Sache gemacht. Und hat dann später redaktionell gearbeitet, glaube ich. Nee, er war Fotograf und hat also Fotograf viel gemacht. Und meine beiden, was hast du gesagt, was sind die Enkel? Neffen? Neffen, ne? Naja, ich komme mit den Verwandtschaften und Beziehungen da immer so ein bisschen. Genau, also die Kinder deines Bruders? Naja, wobei, es gibt ja einen Siegfried Breuer Junior. Der gehört auch noch zu Siegfried Breuer. Und der wiederum hat dann aber diese Neffen. Ja. Okay. Zur Welt bringen lassen. Solange du den Überblick hast, ist ja... Nee, ich hab den auch gar nicht richtig. Und wir haben uns mal in München getroffen beim Synchron, war sehr nett, aber es ist nichts weiter, kein intensiverer Kontakt daraus entstanden und so. Wobei du genau mit deinen Neffen ja eigentlich theoretisch sogar für denselben Film mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann da begegnet seid. Welcher damals war das? Bei Herr der Ringe, der Trilogie Herr der Ringe, als Andreas Fröhlich da die Synchronregie gemacht das hat. Das weiß ich, ja. Da warst du der Hugo, ne? Ja, richtig. Und einer von denen war Aragorn. Ja, aber da ist es ja auch alles, ja, das mag schon sein. Nur das ist ja auch alles damals schon alles einzeln aufgenommen worden. Aber vielleicht hat man sich ja vorher ich habe ihn da nicht, oder? Wir haben uns da nicht getroffen. Nee, ich glaube, wir haben uns einmal noch bei der BSG oder so, aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. Weswegen ich das so interessant finde, also dass du, also zumindest deine Eltern ja jetzt, wenn wir sagen, das feststellen können, dass sie beide Schauspieler waren, dann gab es in der Zeit ja gar nicht für dich quasi etwas zu revoltieren oder also, dass du jetzt sagst, ich mache jetzt eine Bankkauflehre, beziehungsweise es war ja auch noch eine Zeit, du bist ja im Krieg noch geboren. Richtig. Und weil wir sonst immer fragen, wie haben deine Eltern dich unterstützt, Schauspieler zu werden, weil das ja eigentlich brotlose Kunst ist? Das Thema gab's quasi dann bei euch ja gar nicht. Überhaupt oder? Nicht, überhaupt nicht. Das ist eine absolut berechtigte Bemerkung von dir, Elias, weil ich ja schon während der Schulzeit Filme gemacht habe, Fernsehen gemacht habe, im Schillertheater gespielt habe, Hörspiele gemacht habe. Das war alles schon während der Schulzeit. Da habe ich frei bekommen. Emil der Detektiv. Ja, das war natürlich. Ich habe nie empfunden, dass das eine riesen Geschichte ist. Ja. Also die nicht nur, dass es ich immer noch darauf angesprochen werde. Okay. Und zwar auf eine wirklich kuriose Weise, dass dann Leute in der U-Bahn jetzt weiß ich vor 10 Jahren oder was in der U-Bahn haben sie nicht wirklich? Gustav mit der Hupe gespielt? Wiedererkannt? Ja. Wirklich? Ja. So ein Charakter gesehen, da muss ich noch darauf will ich nicht hinaus. Also irgendwie ich will nur darauf hinaus, es muss sehr eindrücklich gewesen sein. Ja. Und die Menschen damals waren eben auch empfänglich für diese Art Filme. Auf jeden Fall. Und das war glaube ich 52 und 57 habe ich dann im Schlossparktheater, auch während der Schulzeit eben noch, mit Nölte. Nölte war der Regisseur, unglaublich schön. Und wenn ich, ohne pathetisch sein zu wollen, was ich überhaupt von dem Beruf begriffen habe und was ich für erstrebenswert halte und was ich, an dem ich hänge und meine, so müsste der Beruf ausgeübt werden, das habe ich da gelernt. Während dieser 5 Wochen Arbeit. Okay. Minetti hat die Hauptrolle gespielt. Ich war sein Sohn, war, glaube ich, die zweite oder dritte Hauptrolle. Und für mich war das Wahnsinn. Und
mit dem Mann dann, mit Nölte, von dem ich damals natürlich auch noch nicht wusste, dass er meinen Lieblingsschriftsteller, nämlich Kafka, Prozess gemacht hat und das Schloss nachher verfilmt hat und solche Geschichten. Also das waren, und das war alles schon während der Schulzeit. Das heißt, die Frage hat sich nie gestellt, ob du was anderes werden willst. Das war klar von Anfang an, oder? Das Einzige, was ich vielleicht hätte werden wollen, wäre Regisseur gewesen. Ja, okay. Habe ich gedacht, könnte was sein. Aber dann habe ich gemerkt, dass die, also ich habe ja dann mit Lietzau, oder Lietzau hat mit mir gearbeitet, Nölte, Barlock, Walter Henn, also die ganzen Größen, da habe ich gedacht, also was die auf dem Kasten haben, was die wissen, wie die mit Menschen umgehen, glaube, dass könnte ich, glaube ich, doch nicht so. Mhm. Und dann hat sich das auch nicht weiter gestellt. Ich hab einmal ein Stück inszeniert, ein Kinderstück, worüber regt sich Ulla auf, bei der Ursula Zajons in Kammerspielen hier in Moabit. Okay. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Aber dann, und da ist immer, bis auf eine kleine Phase von einem Vierteljahr oder so, immer kontinuierlich weiterging, ich habe 66 aufgehört, von mir aus aufgehört im Schillertheater. Die Festanstellung quasi. Ja, die ja, ich war ja dann von 61 nach dem Abitur. Da habe ich Mondvögel mit Klaus Kammer, kennt keiner von euch mehr, aber die Älteren kennen ihn. Ja, muss ich verzeihen, natürlich. Aber das war ein ganz großartiger, genialer Mann, wie, ja, ich will ihn gar nicht vergleichen. Das war wirklich, auch von dem habe ich irre gelernt. Toll. Haben wir Mondvögel gespielt und das ging dann ins Abitur rein und dann habe ich Barlock auf dem Hof getroffen und habe ihm gesagt, ich hätte jetzt das Abitur und ob er mich denn fest engagieren wollte. Ja, klar. Dann bin ich rauf ins Büro mit Herrn Moll, dem... Blind unterschrieben? Nein, nicht blind. Blind nicht, aber das führte dann auch irgendwann dazu, dass ich 66... Durfte ich ja noch kurz vorher O Vater, armer Vater mit der wunderbaren Ilse Paget und Anneliese Römer und Spier hat es inszeniert. Das hatte ich allerdings übernommen, das hat vorher ein anderer gespielt und dann habe ich, der hat nur 5 Vorstellungen und wir haben dann nochmal über 80 oder so Vorstellungen gehabt in der Werkstatt gespielt und da habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt hier nicht wollte dann auch eine Gagenerhöhung und dann hat der geschäftsführende Direktor Herr Moll gesagt, nee, das würde er nicht mitmachen. Aber ich habe nicht 5.000 Euro mehr verlangt oder Mark mehr verlangt, sondern es war eine geringfügige Summe, aber er wollte nicht. Na gut, da habe ich aufgehört. Und dann bist du gleich zu den anderen Großen, zur Volksbühne. Ja, zur Volksbühne, ja. Als Freier dann allerdings. Dann ab 66 war ich frei. Und hatte da auch wieder das Glück, dass ich dann gleich in der Komödie mit Harald Junke und Spier Ausreißer spielen durfte, was eine wunderschöne Erfahrung war auch. Das hat so viel Spaß gemacht, das war na, toll. Dann mit Eberhard Fechner Fernsehen gleichzeitig da mehr oder minder gleichzeitig Selbstbedienung gemacht. Dieser Einbruch im Hertie-Kaufhaus, weiß gar nicht mehr, als die Queen hier in Berlin zu Besuch war. Und Eberhard Fechner, ein toller Mann auch, wunderbare Dokumentationen gemacht, großartig. Und der hatte, das war sein erster Film, also Fernsehfilm. Und dann hat er Interviews mit den Beteiligten, also Hertie, Räubern, wenn man so will, gemacht. Und aufgrund dieser Basis haben wir dann diese Selbstbedienung gedreht. Und das war auch eine Wahnsinnsarbeit, schön. Ja. Naja, und das war dann alles eben freiberuflich und bis heute, toi toi toi, habe ich freiberuflich weitergearbeitet. Und darunter dann eben auch in der Schaubühne mit Parüler, Gesang vom lusitanischen Popanz und solche Vorstellungen. Und Kurfürstendamm, Theater am Kurfürstendamm? Theater am Kurfürstendamm, naja, das war, ja, da, naja, nee, das war, Theater am Kurfürstendamm war, ja, da hatte mich Nölte aus dem Schillertheater geholt, für eine ganz kleine Rolle. Ah, ja. Aber hat mit Kinski. Tatsächlich. Nein, das war so ein Dreiakter. Der grüne Kakadu von,
Der Grüne Kakadu von Wedekind, glaube ich. Nee, der Kammersänger war von Wedekind. Der Grüne Kakadu von Schnitzler, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Arthur? Oder wie heißt er? Arthur Schnitzler, Ja, ja. okay. Und da hat Kinski gespielt. Und das war auch wunderbar. Also, das sind so, ja, das sind so kleine Highlights. War der dann noch normal oder auch schon nicht mehr? Nö, der war, ich glaube, ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals in dem Sinne normal war. Das weiß man aber heute ja nicht mehr. Die Grenzen verwischen sich ja immer mehr und verschwimmen immer mehr. Aber er war damals schon ein Enfant terrible, also das ganz eindeutig. Und der spielte da unten in dem, ne? Und dann bin ich irgendwann hin und habe ihn um ein Autogramm gebeten. Gib mir mal dein Autogramm, ich schreibe das rein. Da habe ich ihm mein Autogrammbuch gegeben, ich sammle Auto oder habe damals gesammelt. Ach, wie Heute mache ich süß. das nur noch ganz, 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 ganz selten. Ja, es gibt noch welche. Ja, und da bin ich, und nach 3 Tagen oder so bin ich runtergegangen und habe ihn gefragt, ob ich da nur mein Autogrammbuch wieder, weil ich da sehr dran hing, da waren also tolle Leute, Jürgen Fehling und so hatte ich da drin. Ja, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht. Der saß aber mit Gerd Martinsen zusammen in der Garderobe. Und Gerd Martinsen, das ist ja auch eine Ironie, der hat ihn ja synchronisiert in vielen Filmen, in diesen Westernfilmen. Und dann sagt der Martinsen, den kannte ich ja nur gut, sagt er, gib mal her, ich mach das schon, er soll das, er wird das schon unterschreiben. 2 Tage später oder so habe ich mein Buch gekriegt. Dann habe ich aber mein Buch mitgenommen und habe gesagt, er möchte doch bitte auf so ein Blatt Papier unterschreiben, weil ich da also irgendwie Angst hatte, der da irgendwas unter. So, dann hat er also, habe ich eine Unterschrift da drauf gehabt, wie mit einem Meißel gerissen, ins Papier gerissen. Ich dachte, oh Mann. Und bin mir heute noch nicht sicher, ob das wirklich Kinskis Unterschrift ist oder von Gerd Martinsen. Also so, und an solche Sachen kann ich mich wunderbar erinnern. Hat Spaß gemacht, war toll. Ist letztlich auch nicht mehr so wichtig. Relativiert sich irgendwann im Laufe des Ja. Lebens, oder? Aber es ist natürlich für die Zeit, Naja. in der Zeit, wo man es erlebt, ist es natürlich sehr aufregend. Gerade wenn man noch eine Hochachtung hat vor dem Ja, Studenten. wobei ich ja teilweise total ohne Hochachtung, ich wusste ja gar nicht. Irgendwo haben wir in Göttingen gedreht und im Nebenatelier ging das Gerücht, Marika Röck würde da tätig sein. Marika Röck habe ich schon mal gehört, bin ich hin, habe mir ein Autogramm geholt. Kannte die aber überhaupt nicht. Und so eine Sachen. Also da bin ich heute nicht mehr stolz drauf, aber auf ein paar Sachen, na, das finde ich schon schön, dass ich die auch als Erinnerung habe, ja. Wenn wir noch mal einmal ganz kurz einen Schlenker zurück machen, weil mich das so interessiert. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Menschen, die das noch so erlebt haben, weil man kennt es so aus Zeitzeugen, Aussagen und Dokumentationen, dass also jetzt gerade nämlich Ende des Krieges die Menschen bis zuletzt irgendwie dann doch ihren Tätigkeiten nachgegangen sind. Also dass auch gerade im Schauspiel wurde weiter gespielt oder es wurde weiter gearbeitet. Und aber der Krieg war ja unmittelbar jetzt gerade, du bist 41 geboren, dann war ja dann definitiv auch in Berlin angekommen. Und Naja, natürlich. also inwiefern gab es da einen Einschnitt oder dass das alles mal erhöht wurde oder ging es nahtlos weiter? Naja, also wir haben, Bei deinen Eltern natürlich dann primär, wenn du das noch weißt, ne? Du warst ja dann ja, noch sehr jung, aber wir waren ja das da ist ja auch sehr schon. jung und wir haben davon, außer meinem Großvater, der nun kein Opernsänger war, der ist verschleppt worden. Der ist tatsächlich in Kriegsgefangenschaft geraten und zwar fast am Ende des Krieges, was ziemlich übel war, ja. Und er ist auch erst Nach Russland, oder nach was? Russland, ja. Er ist 57 oder so zurückgekommen. Also Aber das war schon, zurückgekommen. ja, zurückgekommen. Und ja, natürlich, wir haben viel mitbekommen. Wir haben unsere Straße, die Mommsenstraße, war zerbombt. Wir haben in den Ruinen gespielt. Aber ich kann mich nur an solche Sachen erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir, Fliegeralarm, ja, schon, das schon, das, ja, ja. natürlich, dass man geweckt wurde und dass wir runter in den Keller sind. Aber ich habe keine Erinnerung an irgendwelche
ja, geradezu albtraumhafte Situation. Das liegt aber auch daran, dass wir, ich weiß gar nicht wodurch, wir sind nach Strausberg gegangen für relativ lange Zeit. Und haben da, ja, und haben da ein Großteil, ich weiß auch gar nicht mehr wie lange, ein Großteil der Zeit da verbracht, mein Bruder und ich und meine Mutter. Und insofern kann ich über die Zeit eigentlich wenig sagen, nur dass ich dann wieder, um wieder auf meinen damals ja noch nicht Beruf, sondern mein Spiel, meine Lust zu spielen, zurückzukommen. Da war der zweite Mann meiner Mutter, Kurt Fischer-Fehling, ein toller Schauspieler auch, ein ganz eigener, schmaler Mann. Und der spielte im Theater am Neuendorfplatz. Das muss so, ach, weiß ich jetzt, 48, 49 vielleicht. In dem Bereich, denke ich, war es. Und da gab's die deutschen Kleinstädter von Kotzebue. Und er spielte da und hat gesagt, weiß ich nicht, ob die ein Kind brauchten oder ob sie es gut fanden, wenn ich. Und dann hat er mich an der Hand genommen und dann bin ich mit ihm über die Bühne gegangen. Ich glaube, das war mein gesamter Auftritt. Also mehr hatte ich nicht. Okay. Aber das fand ich irgendwie wunderschön. Hat mir Spaß gemacht. Und Leute da unten, die da alle so saßen, man selbst im Licht, die anderen im Schatten. Fand ich toll. Und ja, von da ab waren wir als Kinder, war ich jetzt als Kind relativ gefragt. Ja, Hab Sonne im Herzen haben wir gemacht mit Karl Wery. Das waren der erste. Postlager in Turteltaube war der allererste Film. Ja, und dann ging das sofort immer so weiter. Und um dann nochmal auf die Frage zurückzukommen, für mich war das völlig. Aber das zerstörte Berlin war natürlich nach wie vor die Kulisse, in der du gewandelt bist und gelaufen bist. Naja, Emil und Detektive war ja zum Beispiel, spielte ja da. Genau. In der 54 oder 53, glaube ich, war es. Ja. Und da war ja immer noch eine Menge kaputt. Natürlich. Und die Meraner Straße war aufgebaut, da durften wir dann als jugendliche Gang da den Grundeis verfolgen und so. Und die Straßenbahn fuhr noch auf dem Kudamm. Und solche Geschichten, ja, das schon. Aber das war noch eher quasi in deiner kindlichen Wahrnehmung eher Abenteuer als wirkliche. Absolut. Absolut. Gefahr oder Verlust auch. Also ich meine, klar, dein Opa jetzt, wie du sagtest, war. Ach so, du meinst jetzt die politische Situation. Das war nicht. Ja? Nee, das war jetzt kein Abenteuer. Nee, aber ihr habt jetzt den Mangel zum Beispiel, also hast du als Kind quasi gar nicht so wahrgenommen. Nicht in dem Sinne wahrgenommen, dass wir wirklich richtig gehungert hätten oder richtig abgerissen gewesen oder dass unsere Wohnung zerstört gewesen wäre. Das war alles nicht der Fall. Okay. Wir haben es natürlich mitbekommen von anderen. Ich erinnere mich, dass also schräg gegenüber in der Mommsenstraße zur Leibnizstraße hin, da war das war riesig zerstört, dieses Gebiet. Und ja, man konnte also so wenig Verkehr war da. Wir haben auf der Mommsenstraße Fahrradklingelwettbewerb. Da wurde so der Deckel von der Fahrradklinge in die Mitte der Straße gelegt und dann fuhren drei oder vier oder wie viele Leute auch immer zusammen waren, fuhren immer im Kreis und mussten mit ihrem Reifen den Klingelüberzug, also wie soll man es nennen jetzt, die Klingelhaube immer so zur Seite. Und wer als erster die Klingelhaube auf der oder der Seite hatte, der hat gewonnen. Ja. Und so, ich meine, das muss man sich überlegen. So wenig Verkehr. Du fahr heute mal durch die Mammutstraße. Ja, klar. Okay, keine Frage. Toll. Ja. Zu berichten, ja. Ach so, doch, das habe ich mit meinem Bruder damals auch gemacht. Wir haben beide synchronisiert. Kalle Blomqvist lebt gefährlich. Da haben wir beide gesprochen. Und dadurch ging das dann auch mit dem Synchronen. Ich wollte gerade sagen, das ging auch schon parallel gleich los, dass du das in Kindertagen synchronisiert hast. Das gehört alles zusammen. Oh ja, da. Und das ging ja immer, war ja immer auch in der Schulzeit. Ich bin ja, wobei ich also meiner Lehrerschaft damals himmeldankbar sein konnte, dass die mich da freigestellt haben. Und da war dann eben zum Beispiel auch so ein
Mann wie Kurt Westphal, Dr. Kurt Westphal, der war das in der Musik, was Luft fürs Theater war. Der machte also Musikkritiken, im Rias auch, damals Rias. Und der musste mich ja letztlich dann, der musste sein Okay geben. Und dadurch, dass er im Rias selbst auch gearbeitet hat, hat er dann gesagt, ja, okay, und durfte ich weg. Hat mir in der Klassentür noch gesagt. So kam dann irgendjemand, holte mich ab, dass ich da, also wurde ich abgeholt und weiß ich, wo wir hingefahren sind. Da hat er mir in der Tür noch erklärt, den NCI. Also Nominativ cum Infinitiv. Ja. Und all so eine Sachen. Also, schön, aber wir waren... Stimmt, du bist ja, genau, du hast ja Abitur gemacht, das heißt, du das große Latinum hast du auf jeden Fall gehabt, ne? Nee, war das große? Also... Wir haben Latein gehabt, ja. Latein, Französisch, Englisch. Ja. Ich weiß nicht, ist das das große Latinum? Nee, glaube ich nicht. Wahrscheinlich da hätten wir wahrscheinlich sogar noch Griechisch oder so gehabt haben. Also, ja, das Abi, eben wie es damals so üblich war. Naja, und mit dem Synchron, das war dann, da wurde ich ja dann auch immer wieder dann eben nur für einen Tag oder zwei oder drei Tage mal freigestellt und habe manche Klassenreise nicht mitgemacht, weil ich da gerade ein Hörspiel dann irgendwo in Frankfurt hatte oder so und musste mir dann erzählen lassen, wie schön es da war. Hätte dann aber auch erzählen können, wie schön es bei mir war. Aber es hat sich dann... Naja, und mit dem Synchron, das war natürlich insofern wirklich... toll, weil ich im Laufe der Zeit fing an, so mit Jeff Daniels, Purple Rose of Cairo, den Woody Allen Film. Sind wir in den 80ern oder wo sind wir? Oder noch 70er? Nee, das war sicher in den... Wird in den 80ern gewesen sein. Aber da hast du mehr und mehr auf Synchron umgesattelt auch, ne? Also das kann man so nicht sagen, weil ich habe ja... Hat sich das schleichend ergeben. Das hat sich mehr oder minder schleichend ergeben. Ja. Ich habe nach 66 freiberuflich gearbeitet, genau. Habe da eben, wie gesagt, ziemlich viel Fernsehen, ziemlich auch Theater dann eben noch gespielt. Und das wurde dann allerdings... Aber so, also meine letzte Theatervorstellung, ich habe im alten Schauspielhaus in Stuttgart gespielt, tolle Vorstellungen gehabt. Es war sehr, sehr schön. Unter anderem den Hauptmann von Köpenick, dass ich also den Vogt gespielt habe. Und das waren schon tolle Arbeiten und die Ratten und Biloxi Blues und so. Da habe ich ziemlich oft gespielt. Unsere kleine Stadt. Und dann wurde das aber immer, und dann habe ich aber in der Zeit eben Funk, auch in Stuttgart, sehr viel gemacht, wunderbare. Das heißt, du hast auch wirklich in Stuttgart gelebt in der Zeit? Naja, klar, für die 6 Wochen Probenzeit, 5, 6 Wochen Probenzeit und 6 Wochen Spielen bin ich in Stuttgart geblieben, ich in Stuttgart gewohnt. Und wie hat dir das gefallen? Hast du dich da wohlgefühlt? Gut. Ja? Ja, war gut. Nee, es war insofern besonders... Ich habe auch mal in Stuttgart 3 Monate ausgehalten. Ich fand es nicht so schön. Naja, aber das ist was anderes. Weil ich hatte... Du hattest was zu tun, ja. Ja, eben. Ich hatte ziemlich viel Funk und war tagsüber dann im Studio. Und dann hatte ich abends meine Vorstellung. Nicht immer, nicht jeden Tag, klar. Ja. Aber doch ziemlich oft. Und ich war mit dem Auto da. Dann bin ich nach Beuren gefahren, in so ein Bad, so ein Thermalbad und habe die Landschaft erkundet, die Schwäbische Alb. Ja, klar, drumherum ist natürlich ein Traum. Ja, naja, Stuttgart selbst, nee, das war nicht jetzt unbedingt. Entschuldige. Das war jetzt nicht unbedingt so mein... Ja, die Weinberge und so, das ist alles toll, keine Frage. Und das hat schon Spaß und ich war eben, ja, ich hatte, war eigentlich immer in einem sehr schönen, guten Ensemble, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Ja, klar, das ist viel wert. Mit den Regisseuren nicht immer so, nicht ganz so, aber es musste ja irgendwie über die Bühne gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern war das dann rückblickend doch eine schöne Zeit. Und dann ließ das aber immer mehr nach. Und dann habe ich die letzte Vorstellung, das letzte Theaterstück, was ich gespielt habe, ich nehme das auch gewissermaßen als ein Omen, habe ich dem Prospero in
im Sturm von Shakespeare in Esslingen gespielt. Das war eine sehr negative Erfahrung mit der Regisseurin. Wir haben es dann trotzdem eben geschafft irgendwie, aber das war keine schöne Arbeit. Aber sich mit dem Stoff zu beschäftigen, sich mit diesem unglaublichen Stück zu beschäftigen, das war schon außerordentlich wertvoll und hat mich bereichert. Und letztlich hat mich auch, wir haben dann Abstecher gemacht, weil man in Esslingen, das ist so Landestheater, muss man dann eben auch in die kleinen Bühnen, oft so kleine Bühnen ausweichen, hin und wieder. Oder die besuchen kleine Städtchen. Und das hat eigentlich dann wieder Spaß gemacht im Laufe der Vorstellung. Das war schon völlig in Ordnung. Okay, aber schlechtes Omen oder als Omen allgemein gesehen, weil die Arbeit dann nicht mehr so insgesamt befriedigt war? Weil dann die Arbeit, also am Theater, das war die letzte Vorstellung. Danach ich will nicht hoffen, dass das zusammenhängt, aber danach hat man mir kein Stück mehr angeboten. Okay. Und ich habe auch keine Agentur, die ich hätte dann beliefern können. Also mir ist dieses jetzt hier Video erstellen und ja. Ich weiß ja, du hast ja auch kein Internet, du benutzt nein, das nicht, ne? Nein. Okay. Will ich auch weiterhin, solange es mir noch möglich ist, will ich das Internet nicht, nein. Ich sehe viele Vorteile, ich weiß, dass es gewaltige Vorteile gibt, aber für mich, der ich einen... Aber ist das ein Prinzip oder hast du einfach, hast du eine Überzeugung oder hast du einfach keine Lust, dich damit auseinanderzusetzen? Beides. Ja. Aber es ist eben auch aus Überzeugung, weil ich der Meinung tatsächlich bin und ich bin kein Anhänger der Verschwörungstheoretiker. Kommen wir auch nochmal drauf. Nein, da bin ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber ich bin schon der Meinung, dass... Ich halte mich auch nicht für so wichtig, dass ich sage, die werden sich dann um mich kümmern und werden meine Daten abschöpfen oder so. Nein, so nicht. Aber ich denke schon, dass man alles, was man gerne über mich erfahren möchte, ist ja jetzt schon, kann man dann erfahren, wenn man will. Ja. Aber auch falsche Informationen über deine Opa. Auch falsche Informationen kann man erfahren, ja, wie man sieht. Es steigert nur meine Abneigung. aber das ist die Schwarmintelligenz. Ich habe das bei Wikipedia gelesen und Wikipedia ist ja so Community gemeinsam, wo dann gestritten wird, ist der relevant? Ja, nein. Und dann suchen die Leute Sachen raus und die überarbeiten und alle kontrollieren sich gegenseitig und trotzdem kommt man Schwarm daraus. Richtig. Also und ich möchte nicht dem immer wieder irgendwie nachspüren müssen oder so. Und das andere ist das Private, das habe ich aber auch schon mal erläutert. Da ich überhaupt nicht technikaffin bin, dass ich das Wort affin überhaupt benutze, ist schon unglaublich, bedeutsam. Ich bin nicht technikaffin und mich macht, wenn der Computer irgendwann zusammenbricht und ich nicht weiß, was los ist und wie das wohl zusammenhängt und ich jedes Mal wieder da, dann werde ich ungeduldig und dann komme ich in meine alten Phasen zurück und da will ich nicht hin. Da wird man wütend, meinst du? Da wird man wütend und so. Ja, das damit wärst du nicht alleine. Also das ist damit das müssen wir uns halt auseinandersetzen. Ja, das tut ihr und ich kriege es ja auch mit, wenn wieder jemand von euch erzählt, oh Scheiße, da ist das Ding wieder zusammengebrochen und ich weiß nicht. Interessiert mich nicht. Nee. Und wenn mich jemand fragt, so geben Sie mir doch mal Ihre E-Mail-Adresse, dann schicken wir Ihnen das zu. Ich sage, ich habe ich nicht. Ja. Naja, es ist schon alt, das ist mittlerweile ich wahrscheinlich den Brief ein Running. Ja, weiß ich. Mit CD und allem. Fand ich ja auch wunderbar. Aber ich meine, wenn nur die Reaktion dann, wenn die dann sagen, ach, wie sollen wir Ihnen das zukommen lassen? Ja, wirklich, ja. Ich schwöre es dir, so war es. Ja, man muss mal nachdenken erstmal, was dann passiert. Und dann sage ich, vielleicht per Post? Ja. Richtig. Und dann haben sie mir das aber nicht geschickt, weil sie wahrscheinlich zu faul waren, das einzutüten oder was weiß ich. Aber da bin ich... Dann verpasst du nichts quasi. Da verpasse ich nichts, nee. Okay. Aber wenn du sagst, du hast das als Omen genommen, dass da jetzt danach nichts mehr kam, bist du denn irgendwie abergläubisch oder so? Nein, das wäre jetzt zu viel. Ja, nein, ich meine jetzt nur, vielleicht ist Omen nicht das richtige Wort. Immerhin ist für viele Schauspieler
und dementsprechend auch für mich. Der Prospero spielen zu dürfen. Mhm. Ein absoluter, das ist ein goldener Abgang. Das ist das, absolute Nonplusultra, denke ich. Okay. Und so meinte ich es nicht. Okay. Omen könnte ich vielleicht versuchen zu retten, indem ich sage, naja, das Schicksal hat mir einen Hinweis gegeben und hat gesagt, so, nun sei aber auch zufrieden. Du hast jetzt wirklich einen der Höhepunkte der Literatur, den hast du jetzt mehr oder minder, bewältigt. Mhm. Und insofern meinte ich das jetzt als Omen, als Zeichen, ja, gib dich zufrieden. Okay. Wobei, andere Sachen, die ich unglaublich gern gespielt hätte, den Biff, den Tod eines Handlungsreisenden zum Beispiel. Okay. Und dann habe ich mit dem Regisseur, wir haben den Preis gemacht von Arthur Miller. Mhm. Und der hatte dann einen Monat später oder so in irgendwo im Freien, also so Wohnsiedel oder so, inszenierte der dann den Tod eines Handlungsreisenden. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob, das war 98 oder so, ja, ob er sich nicht vorstellen könnte, dass ich den Biff spiele. Na, er sagt dann, na, dafür bist du zu alt. Oh. Und das hat mich dann schon ein bisschen getroffen. Ich habe es von der Rolle her eingesehen, weil der muss ja der ist ja so um die 24, 25 oder so. Das stimmt Sturm schon. Sturm und Drang und so. Richtig. Mhm. Also das war schon, also ich habe es verstanden. Ich habe für mich noch gedacht, na, das wäre doch eigentlich noch gut möglich, auch zum Beispiel Freilichtbühne, da bist du ja nicht so nah dran. Ja. Also keine Großaufnahme und so. Ja, also das wäre, ich hätte auch den, ich weiß und dick geschminkt. Und ja. Naja, also das wäre, hat nicht geklappt, hätte ich aber gerne gespielt. Naja, dafür habe ich dann eben diese drei wunderbaren Bücher lesen dürfen, was ja auch viel wert ist. In der Tat. Ja, wenn wir jetzt nochmal diesen Schwenk machen zum Synchron, also genau, ich, sagen wir mal grob 80er Jahre, wa? Ja. Ist es mehr und mehr geworden. Und ja. Und die Angebote blieben aus. Ja. Also jetzt, was das Theater angeht. Ja. Und ich meine, ja, viele, die das jetzt hier hören, kennen dich natürlich auch einfach sehr als Stimme und waren natürlich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt in den 60ern in den Berliner Theatern, oder? Nee, wahrscheinlich so. Eher weniger. Ja. Wahrscheinlich eher weniger. Das war das, was ich vorhin angedeutet habe. Das war für mich schon eine ganz wunderbare, ich will das gar nicht schönreden, aber es war eine tolle Entwicklung, weil ich an so wunderbare Schauspieler wie Jeff Daniels, der so vielfältig ist, so vielfältige Rollen gespielt hat, so komödiantisch auf der einen Seite und so ernsthaft auf der anderen Seite. Wir haben jetzt wieder Looming Tower da gemacht, eine Serie. Und der ist so vielfältig und so reich an spielerischen Möglichkeiten. Und das ist dann jedes Mal wieder, ach, das klingt alles viel zu bombastisch. Es sind Herausforderungen und kann meine intellektuellen, auch in Anführungszeichen, Fähigkeiten, meine schauspielerischen Fähigkeiten weiter üben an diesen Menschen. Ich weiß schon, dass das natürlich, dass wir nie an das Original rankommen und das ist mir alles völlig klar, aber wir können. Und mit einigen Regisseuren war und ist es möglich, so wahrhaftig wie irgend möglich an den jeweiligen Ausdruck, an die jeweilige Situation ranzukommen. Ja. Und das sind viele Herausforderungen. Old Boy zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, da müssen wir eh noch drüber reden. Hat mich wahnsinnig beeindruckt, der Film. Ja, und da hast du ja anscheinend auch zu Recht den Synchronpreis bekommen. Ja, ja. Ist 20 Jahre wird er oder sowas gefangen gehalten. Richtig. Weiß nicht warum und wo er ist. Ist in einem Zimmer mehr oder weniger, ne? Oder in einem Haus kann er sich bewegen. Ja, ja. Total abgedreht. Also der Film ist magisch. Das ist
Und da hat der Heinz Freitag, der damals Regie gemacht hat, hat dann gesagt, und dann bring dir, das war auch irgendwann so im Mai oder so, als wir den aufgenommen haben, dann bring dir ein paar T-Shirts mit, du wirst die durchschwitzen. Ja. Hab ich gesagt, ja. Okay. Das stimmt schon, ich schwitze ziemlich schnell, aber jetzt zum Beispiel nicht. Aber und dann haben wir da angefangen und dann habe ich da wirklich, und er hat mir noch von sich aus noch ein Hemd mitgebracht, weil er gedacht hat, ich tue das nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich was mit hatte, weiß ich nicht. Aber das war eben, ja, das war schon eine absolut irre Arbeit. Und das war eben auch so eine Arbeit, wo man natürlich eine total fremde, fremde Kultur und Sprache, erlebt. Eigene Ästhetik. Und eine total eigene Ästhetik. Ja. Und du guckst dir das an und versuchst dich mit deinen westeuropäischen Möglichkeiten da irgendwie ranzutasten. Also das war unglaublich das war wirklich eine Herausforderung. Ich wollte sagen, also wenn ich den Film erinnere, hast du doch erstmal wahrscheinlich nur relativ viel lauter gemacht und geatmet, oder? Weil der ist ja erstmal relativ lange alleine, oder? Muss ich dir ehrlich sagen, so genau nicht mehr daran erinnern. Also bis der kommt ja irgendwann raus. Ja, ja, und macht seinen Rachefeldzug. Und dann auch die Erzählebene, auf der einen Seite seine Erzählung, seine Erzählstimme und dann auf der anderen Seite das Spiel. Und der hat ja dann nochmal The Vengeance, hat er ja nochmal einen zweiten Film gemacht. Er hat sicher mehr Filme gemacht. Der Schauspieler jetzt? Der Schauspieler. Okay. Okay. Und auch der Regisseur. Ah ja, zusammen nochmal. Und der war auch sehr, sehr gut, aber, und die sind ja auch von einer Brutalität teilweise. Jupp. Aber eben Oldboy, der war von der Ästhetik her. Da war das gerechtfertigt irgendwie, oder? Also ja, die Genugtuung ist. Und die Ästhetik, diese. Ah, die Überblendung und das von einer, die sein Boudoir, muss man ja fast sagen, wenn er sich da umzieht, mit welchem sterilen Glanz das gezeigt worden ist. Mhm. Das war wunderbar. Naja, und das war eben einer von den, also jetzt hier, eine der ganz großen, wunderbaren Arbeiten, die, ja. Und dann eben, neben, muss ich aber auch sagen, neben Jeff Daniels, Sam Neill. Naja, aber der mir noch am nächsten liegt, ist Ed Harris. Das ist auch da gibt es auch völlig optisch, kann man auch mal, er macht ja auch gerne Militärgeschichten, oder? Naja, also The Rock so, meinst Operator du jetzt, oder ja, so. Genau. Ja, oder Truman Show oder so, das meinst du ja. Also Commander oder also so schon der etwas gesetztere und autoritäre, vielleicht auch konservativ, also die Rollen. Wir reden nur von Rollen. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich kenne ihn ja gar nicht. Also ich auch nicht. Aber er hat eben auch dann The Hours, diesen Virginia Woolf-Film, da ist er wieder total anders. Dann hat er Jackson Pollock, den Film, den Maler, den hat er selbst inszeniert und selbst finanziert und die Hauptrolle gespielt. Und das fand das auch ein großartiger Film. Wunderbar. Also der liegt mir sehr, sehr nah. Nicht wegen des Militärischen, sondern auch, und die, sagen wir mal, ich meine, das ist ja ein Hager, der wird ja von Mal zu Mal hagerer und ausgemergelter. Ja, sehr kantig. Kantig, aber er weiß immer, was er spielt. Auch dieser jetzt wieder Westworld, diese Serie, die ja neu verfilmt worden ist, die alte kannte ich nicht, die neue, boah, das ist von einer abgründigen, dunklen Tiefe, das ist schon irre. Und das macht Spaß. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, auch das Böse macht Spaß. Ja, natürlich. Das Dunkle, ne? Naja, also, natürlich. Und ich bin in Vorbereitung nochmal, von wegen, weil du Ed Harris sagst, noch drauf gestolpert, den kannte ich nämlich gar nicht, Run All Night. 2015? Ja, mit dem Liam Neeson. Liam Neeson oder wie auch immer, ja. Ah, okay. Ja. Jetzt kommen Vorbehalte? Nee, ja, das ist nicht so. Das ist halt Action-Rache und alte Männer gegenüber und auf Thrill und Spannung bis zur letzten Sekunde durchgezogen. Also, ja, und da hat er sicher einige Sachen gemacht, von denen ich dachte, muss das jetzt sein? Spannendes Popcorn-Kino.
Ja, oder? Das mag sein. Und wenn es spannend rüberkommt, ist es ja auch in Ordnung. Ja. Weil das werde ich ja nicht vermeiden können, dass. Die Herren, die du sprichst und sprechen darfst, vielleicht auch mal andere Filme machen. Ja, die ist nicht so. Werde ich nicht vermeiden können. Ja, eben Sam Neill und dann aber Malcolm McDowell zum Beispiel ist natürlich. das ist natürlich das. Da freust du dich. Das ist einfach. Das ist ein großartiger Schauspieler. Nur, was der mittlerweile spielt. Also, das ist. Ja, hilf mir. Ich brauche nicht so viel mehr. Also, naja, das. Schaffe ich nicht. Das sind. Ja, na sicher nicht. Das sind. Innerhalb von Serien so Gastauftritte. Mhm. Und. Aber er hat was unglaublich Charismatisches. Er hat eine Ausstrahlung. Und da merkt man deutlich, dass er eigentlich sagt, Leute, ich kann das zwar und das spiele ich euch jetzt, aber ich würde gerne was anderes spielen. Und das macht ihn mir irgendwie nahe. Mhm. Das bringt ihn mir nahe. Total überdreht, durchgeknallt und aber schön, er macht Spaß, er ist toll, ja. Ich muss da einmal kurz unterbrechen, ja, weil ich gerade gehört habe, dass du charismatisch gesagt hast. Und das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, weil du bist ja dann tatsächlich auch bekannt dafür, dass du ein Verfechter von, wie soll man sagen, korrekter Aussprache bist. Vielleicht auch gegen den Hörgewohnheiten der Allgemeinheit. Ja, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das möchte ich gerne, hasse ich und würde ich gerne eliminieren. Und zwar da, wo ich kann, versuche ich es auch. Mhm. Es gelingt mir nicht immer, aber hin und wieder schon. Oh, und wenn ich dann noch auf das berühmte Beispiel Machete hinweisen darf. Ich wollte sagen, wir hatten das Thema Machete. Machete, alle sagen mittlerweile Machete. Ja. Aber ich war einige Male in Südamerika, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich weiß, dass es auch Macho heißt und nicht Macho. Mhm. Und ich weiß nicht, also insofern möchte ich gerne bei Machete bleiben. Mhm. Und auch bei charismatisch, wobei da bin ich mir nicht... Cholesterin, also, charismatisch. Cholesterin, genau, ja. Also da, mit Cholesterin habe ich sogar mit einem Mediziner, da habe ich mal so einen medizinischen Beitrag gelesen. Und der sagt dann, wieso sagen Sie Cholesterin? Ich sage, na, das... ich glaube, ich habe das aus dem Aussprache-Duden oder so. Aha, nee, Cholesterin. Soll ich noch, vielleicht gucken Sie erst noch mal nach oder so? Ja, ich bin Mediziner. Ja, sage ich, das ist schon richtig. Aber das kann ja sein, dass man sich auch mal irrt. Naja, also da bin ich jetzt dann auch nicht mehr ganz so sicher. Aber ja, ich bin ein Verfechter dessen, das stimmt. Ich möchte gerne... Aber da gibt's ja auch Schulen, also gerade wie man das auch in Latein in der Schule hatte, also ich hatte kein Latein, aber da gab's ja auch den Caesar-Kaiser-Streit oder ja, die weiß Fronten. Ich. Und Sprache ist im ständigen Wandel, also ich weiß. Man muss ja nur mal einmal so festhalten, was ich selber als zeitgeschichtlich mitbekomme, wenn man jetzt die ARD als Aussprache, die haben ja ihre eigene Aussprachebank, was die Journalisten angeht und Tagesschau und alles. Mhm. Und ich bin in den 90ern groß geworden, als es auch den Konflikte gab, da hieß das Libyen. Ja. Und heute sagen sie alle Libyen. Und das sind halt so Modeveränderungen, weil es heißt schon immer Libyen, nur wir haben früher, weil wir maulfaul sind, machen wir Libyen, weil es eher zum Ü tendiert oder zum Y. Ja, aber wird es nicht LÜ geschrieben? Libyen? Wird es nicht? Nee, Libyen. Das glaube ich nicht. Es wird... Wir gucken jetzt gleich nochmal nach und dann ich meine, das schneiden oder nicht. Nein, das ist alles mit offenen Karten hier, komm. Ja gut. Ich meine mit I. Hast du? Genau, es ist mit vorne nämlich I und hinten das Y. Ach so, Libyen. Ja, genau, aber alle haben früher Libyen gesagt. Ach so. Kommando Libyen. Und du bist dir sicher, dass das richtig ist, ja? Ja. Libyen, na gut. Ja. Da nehme ich doch auch was wieder mit. Ich werde das zu verfechten suchen. Oder ne, also oder wenn das Beispiel jetzt aktuell ist, so Accessoire hat sich jetzt auch wieder... Ist Accessoire. Jetzt, genau. Das ist auch richtig. Ja, genau. Das ist aber... Wir sind alle, Accessoire. Also ich bin damit groß geworden mit Accessoire und jetzt seit, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren heißt es Accessoire. Na prima. So schön, dass... Weil wer auch immer es dir beigebracht hat. Ja. Ist doch toll. Gut.
So, wenn wir nochmal zu Hörbüchern kommen, dann kann ich ja jetzt auch noch unsere Bekanntschaft oder unseren Bezug auch nochmal erstmal klar machen, weil ich erinnere mich sehr gut daran, dass du damals, da war ich glaube ich noch im Praktikum bei der Lauscher Lounge, da hast du wahrscheinlich mit der Regie Johanna Steiner das fünfte Flugzeug aufgenommen. Richtig, richtig. Von John S. Cooper. Das ist sehr witzig. Und ich glaube, entweder habe ich es privat gehört in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, oder ich habe es Korrektur gehört als erster. Und war deswegen gut im Stoff und war total begeistert auch. Es geht um diese Verschwörungstheorien, um den 11. September. Das brauche ich dir nicht erzählen, das erzähle ich hier. Naja, klar. Genau, es geht ja um diesen den Journalisten Max Fuller in der Hauptrolle. Ja. Und dann kam, ich weiß nicht, 2 Jahre später ein Nachfolger. Zero. Der dann irgendwie um die Wirtschaft, Finanzkrisen und so. Ja, aber bei weitem nicht mehr so gut war. Es ging weiter mit Max Fuller und hat abstruse Wendungen genommen, und deswegen durfte ich dann einspringen und habe da mit dir die Aufnahme gemacht, das erste Mal. Und ich weiß gar nicht, ob du, wurde das an dich herangetragen, weil der Spiegel hat nochmal Enthüllungsjournalismus betrieben in der Literatur. Ja. Zwar, weil alles hat gemunkelt, wer ist denn dieser John S. Cooper? Und relativ schnell wurde klar, dass es ein Pseudonym ist. Und natürlich haben alle gedacht, ist das Thema 11. September und so, das sind Amerikaner, aber das Buch ist nie in Amerika erschienen. Sie haben es immer versucht damals, um auch die Tarnung aufrechtzuerhalten, aber es hat nicht geklappt. Es sind tatsächlich 2 deutsche Autoren und der eine ist eigentlich Taz-Autor, schreibt bei der Taz. Ach. Und ist eigentlich verschrien in Anführungsstrichen als Cannabis-Papst, also ein Verfechter der Legalisierung von Cannabis. Ja. Und wie schreibt die Spiegel? Weil die Spiegel haben natürlich auch so ein bisschen ihn auf dem Picker, ihn als Verschwörungstheoretiker, Apologeten hingestellt, so, weil er auch viel über den 11. September geschrieben hat. Also journalistisch. Ja. Genau, mit dem Kollegen, da muss ich nochmal nachgucken, der ist halt Roman- und Filmautor. Wo habe ich es aufgeschrieben? Sven Böttcher. So, die beiden sind das tatsächlich, die das geschrieben haben. Das ist ja interessant. Ich weiß nicht genau, wann das rauskam, aber sie steht ja auch nämlich übersetzt von, und das ist ein Pseudonym, der sich dann, wenn man die Buchstaben durcheinander schüttelt, aus den beiden Vornamen ergibt. Anagramm oder so. Ja, genau, ist ein Anagramm. Ach, das ist ja interessant. Ist das nicht wahnsinnig? Das ist toll. Nee, das ist schön. Also Libyen und jetzt diesen Hinweis. Wunderbar. Genau. Nee, das ist ja toll. Ach. Naja. Und es war ja sehr erfolgreich, also auch als Buch. Und als Hörbuch hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja, also ich, und weil du sagst, du bist kein Verschwörungstheoretiker, und ich würde mich auch nicht als solcher bezeichnen, aber ich kann mich manchmal nicht dagegen wehren, wie plausibel manches davon erscheint und dass es manchmal plausibler ist als das, was theoretisch über Zentralmedien wie Tagesschau oder Spiegel verbreitet ist. Ja, das ist sicher richtig. Vieles von dem, naja, sonst würde das ja auch nicht so eine Tiefenwirkung haben. Vieles von dem, was wir da mitkriegen, hat durchaus, sagen wir mal vorsichtig, den Glanz oder den Schein von Wahrhaftigkeit oder könnte es haben. Aber das hängt natürlich auch, das ist jetzt wieder ein Riesenthema, das hängt auch, wie ich finde, damit zusammen, dass der Prozess des Anwachsens des Misstrauens in der Gesellschaft so schleichend, aber so vehement trotzdem stattgefunden hat, dass man so ein ungutes Gefühl hat und sagt, der hat doch aber gestern so gesagt, heute ist es so. Mhm. Und so baut sich Stein auf Stein auf. Vor und nach der Wahl. Gut, das sind jetzt die Klopper, wo dann nichts mehr eingehalten wird. Ja. Herr Scheuer jetzt oder mit den Abgas, mit dem Diesel. Das ist ja eine Katastrophe, was da jetzt läuft. Ja. Aber so hat sich Stein, und zwar Nordseestrand, Steinchen auf Steinchen, Sandkorn zu Sandkorn gesellt und immer weiter ist es angewachsen zu einer ganz generellen Ausbreitung, ein Sediment von Misstrauen in Institutionen und in alle,
was sie erzählen, wie sie es erzählen. Du guckst dir das ganz genauer an, guckst lieber auf den Nachbarn statt auf den Hauptredner, wie der reagiert. Jetzt Kinder bei Frau Pelosi oder wie sie spricht da, zwei Kinder, die dabei stehen. Und du sagst, was wollen die alle von mir? Was machen die kleinen Kinder da? Und der Junge steht da so und schläft beinahe weg, mit Recht, weil 6 Jahre alt oder 5, ich weiß nicht wie alt und so. Also das heißt, es gibt immer so viele, und der Verdacht liegt nahe, und der Verdacht ist ja mittlerweile auch kein Verdacht mehr, es gibt so viele Metaebenen, ja. Und du bist hilflos diesen Metaebenen ausgeliefert und sagst, ja, was soll ich jetzt glauben? Zumal wir ja eh letztendlich alles, egal welches Wissen, meistens ausschließlich aus den Medien haben, weil richtig, wir nicht vor Ort sind. Richtig, also richtig. Also 11. September, okay, ich glaube mal, dass es das Gebäude nicht mehr gibt. Davon gibt es jetzt genügend Beweise. Aber alles, was drumherum berichtet wird, sind alles Bilder, alles Berichte von Dritten und Vierten, die ich nicht validieren kann. Ja. Oder, ja. Ja, es gibt ein kleines, schmales Bändchen, das ist Inside 9/11. Mhm. Das habe ich gelesen und da habe ich gedacht, die haben alle davon gewusst, das war beabsichtigt. Das ist das auch so die Kernaussage? Ja. Ja. Mhm. Detailreich. Mhm. Und dann fragt man sich, wie kann es sein, oder was ist da für ein Zynismus dahinter, dass man sagt, lass das ruhig. Misstrauen nutzt, vielleicht ist sogar das der Hintergedanke, ne? Misstrauen nutzt. Lass es doch sein. Wir werden gar nicht darauf reagieren. Hm. Das verspielt sich, das sackt weg. Ja, oder schön genügend Desinformation streuen. Das hatten wir ja in dem Buch auch zu Genüge als Mittel der Irritation und alle Beschäftigkeiten. Und letztendlich dadurch, dass wir so viel mit News und Neuigkeiten, die vollgestopft werden, genau, ist es eigentlich nur eine Erschöpfung, die dann stattfindet. Richtig. Und sie wird in kürzester Zeit quasi ersetzt durch etwas Neues. Ja. Und der nächste Skandal oder das nächste Thema wird aufgegriffen. Ja. Auf einmal ist es die Sommermode. Was auch immer, ne? Also, ja. Das hat mich aber eh schon auch immer gewundert, wie, also auch zum Beispiel die Tagesschau, wie knallhart sie zwei Themen aneinander reiht, ohne dass der. Ohne Übergang. Dass ohne der Journalist einmal auch nur zuckt. Ja. Also, von 30 Toten irgendwie bei Bombenanschlag zu und Wetter. Und das ist so dieses. Ja, aber das hat sich jetzt ein bisschen gegeben. Also, der Zamperoni macht durchaus. Mal ein betroffenes kleine, Gesicht. Naja, ich will so weit wie nicht gehen. Aber er macht durchaus einen kleinen, hält den Kopf eine Sekunde oder zwei Sekunden länger gesenkt. Und kommt dann erst wieder hoch. Und nicht nur Zamperoni allein. Also ich beobachte das zwischendurch schon. Aber natürlich, es ist richtig. Du kommst gar nicht dazu zu sagen, was nutzt mir das jetzt zu hören, dass in Mexiko ein Zug entgleist ist mit 70 Toten. Mhm. Was soll ich denn damit machen? Verdammt nochmal. Mhm. Ich sitze da und sage, scheiße, schon wieder. Mhm. Oder sage viel schlimmer, naja, ein Glück nicht in Deutschland. Das ist doch aber absurd. Mhm. Das, in die Situation darf ich doch gar nicht kommen. Und das, da weiß ich nicht, auch da muss eine Auswahl stattfinden. Es kann keinem Menschen nutzen. Ich kann doch nicht vermeiden einen solchen Unfall, ein solches Unglück, was jetzt hier mit per Zufall das Stahlseil durchfahren hat. Ein Glück konnte er das, aber das wird doch nicht dadurch verhindert, dass er in Mexiko sagt, oh, jetzt fahre ich aber nur noch 20. Mhm. Das geht doch gar nicht. Also, ich weiß nicht, wem, cui protest, wem nutzt das so eine Nachricht? Weiß ich nicht. Ja. Und das ist... Das ist bedrückend, absolut bedrückend. Ja, da gibt es noch so eine schöne Aussage von Dalai Lama. Was sagt er? Also, warum Aussagen überhaupt tätigen? Erstmal ist es wirklich ein neuer Gedanke. Hilft es jemandem? Ja. Hat das einen nennbaren Wert von irgendwas? Und ich krieg's halt immer zusammen. Ja, es sind so drei Worte, wo ich denke, ja, könnte man sich von allen immer eine Scheibe abschneiden. Ja, auch. Unbedingt. Ja. Only bad news are good news und so, ne? Ja. Nichtsdestotrotz waren es tolle Hörbücher. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, na, mir auch, weil auch das ist ja wieder, ich meine, es ist wunderbar, sich, nicht immer, aber in vielen Fällen doch, sich mit den Figuren zu beschäftigen. Und was ich so wunderbar finde,
ich bereite das Buch vor, lese es mir auch laut vor und warte, nein, warte nicht, ist nicht richtig. Freue mich über den Moment beim Lesen, in dem ich denke, ey, das ist ja anders, als du es zu Hause dir vorgestellt hast. Also das heißt, eine Farbe, eine Variante zu dem, wie ich es eigentlich gedacht habe. Aber aus dem jeweils Vorlauf, der da schon stattgefunden hat, in dem man schon eine Stunde gelesen hat oder so, ergibt sich das anders. Und das finde ich toll. Das finde ich wunderbar. Weil weil es auch eine gewisse Offenheit zeigt, dass man sich, sich selbst überraschen kann oder was. Ja, klingt das ist immer so. Das Schönste. Nee, überhaupt aber nicht. Das ist ein großer Beweggrund, finde ich, überhaupt in Kunst oder kreativ tätig zu sein, ist, dass sich selbst überraschen. Und jetzt kommt etwas hinzu, weil du gesagt hast, auch unsere Bekanntschaft, wie wir zusammengekommen sind. Ja. Es gehört Unglaubliches, nein, ist zu viel, es gehört ein großes Vertrauen dazu. Ja. Wir beide, und nicht nur wir beide, sondern die beiden, die anderen, die vier, die fünf, die müssen sich verstehen. Da muss ein hermetischer Raum geschaffen werden, in dem du genau zuhörst und sagst, oh Mann, das war jetzt aber doch ein bisschen viel, müsste man ein bisschen weniger machen oder sollte man, oder die Farbe ist zu kräftig oder irgendwie so, egal jetzt was. Und ich für mich sage, ja, cool, okay, oder mich verteidige oder sage, verteidigen ist auch schon wieder ein blödes Wort, aber jedes Wort ist. So, dass man dann sagt, also, dass man sich auseinandersetzt, warum man das so gemacht hat, oder man sagt, oder ich sage, nö, gut, ist okay, ja, sehe ich ein, zurück. Also das Vertrauen zueinander. Klar. Wobei, und jetzt sind wir wieder bei das Vertrauen zueinander. Beim Synchron wird mittlerweile nur noch geixt. Ja. Weitgehend nur noch geixt. Wir haben einen Film Diplomatie gemacht. Volker Schlöndorff hat den gemacht. Und er hat gesagt, ich will die Schauspieler zusammen haben. Okay. Jetzt? Wann war das? Ja, das war jetzt vor 3 Jahren vielleicht. Okay, wow. Er hat sich aber einen Synchronregisseur geholt, der auf die Synchronität geachtet hat und auf Ausdruck. Und er hat, was toll war, er hat sich neben uns gesetzt, nicht in die Regiekabine, sondern neben uns gesetzt, sodass du ständig den direkten Kontakt zu ihm hattest. Und wieder, wir alle haben eine Aura. Wie auch immer. Davon bin ich überzeugt. Und diese Aura macht sich bemerkbar. Und sie macht sich bemerkbar in der Form, wie einer durch die Scheibe spricht und mir durch die Scheibe gesichert seine Anweisungen, seine Hinweise oder so gibt. Oder ob er neben mir sitzt. Klar. Und natürlich hört es sich da hinten anders an. Natürlich werden alle die sagen, ja gut, das mag ja sein, aber der Synchronregisseur, grundsätzlich, natürlich muss er hinten sitzen, weil er die das Technische auch mit, das muss ja sein. Aber hier hatte er seinen Synchronregisseur und das hat mich mächtig beeindruckt, fand ich wunderbar. Mit dem Effekt aber, dass wir beide dann wieder, Bodo Wolf und ich dann beide wieder einzeln aufgenommen worden sind, aber wir haben uns gegenseitig gehört. Wir waren anwesend. Wir waren da. Und wir haben jeweils gehört, was der andere gesagt hat. Okay. Und darauf konntest du antworten. Ja. Und früher warst du immer entweder zu dritt oder zu viert oder zu zweit oder allein, standst du immer da und musstest einen Schritt leiser zurückgehen, damit der Nächste da in deine Stellung kam und weiter. Irre. Also auch da, was sich da verändert. So, und dann sind wir wieder bei dem Vertrauen. Wird alles allein aufgenommen und du weißt gar nicht, wie hat der andere denn das gesagt? Ich muss darauf vertrauen, dass die Regisseure hinten, dass sie wissen, genau, dass es zusammenkommen von und das zusammen. Ja. Und das geschieht ja auch in den allermeisten Fällen Aber das vereinzelt ist ein winziger kleiner Tropfen, der auch dazu beiträgt, dass das Fass immer weiter sich füllt und dass wir alle immer mehr zu absoluten Egomanen werden und unseren Tunnelblick und immer weiter so gehen. Guck dir, brauchen wir nicht drüber zu reden, über die S-Bahn, guck dir die Leute an mit ihrem Handy da, die ganze Reihe runter.
Es interessiert keinen mehr. Da kannst du dran vorbeigehen, zusammenbrechen und die werden nur gucken und weiter. Ja, einerseits gebe ich dir recht. Ich finde es auch immer schrecklich und ich habe mir auch oft dieses Spiel gemacht, einfach reinzugehen und mal durchzuzählen, ja, wer was macht. Aber selbst ich, als ich irgendwie 14-Jähriger war, gab's, also hatten die Leute dann ein Buch vor der Nase, eine Zeitung oder Kopfhörer schon auf mit ihrem Walkman oder sowas, gab's auch schon in den 90ern. Also in irgendeine Form von Beschäftigung. Das ist aber ein spannendes Thema, finde ich, überhaupt, weil, also Großstadt, urbanes Leben, ne? Du bist mit wahnsinnig vielen Menschen zusammen, aber in einer anonymen Masse. Und das auszuhalten und eigentlich besteht fast bei allen, glaube ich, oder bei vielen, das Bedürfnis, das zu durchbrechen und eigentlich in Kontakt zu gehen. Es sei denn, man ist so routiniert und ist halt eben in seinem Tunnelblick und hat seine Agenda und ist damit beschäftigt, aber. Also ich bin nicht der Meinung. Ich glaube, dass die Intensität des Handy-Guckens oder des Tablet-Lesens oder so, dass die Intensität eine andere ist, als wenn du eine Zeitung und sagst, es knickt hier und dann muss ich die ich wollte sie nicht berühren und so weiter. Allein also, da schon hast du mal einen Kontakt gehabt. Zum Beispiel, ja. Und hier guckst hätte ich einen du einfach, hätte ich einen Grund. Ja, hier sitzt du und guckst auf das Ding, bist also, ich glaube schon sagen zu dürfen, ganz anders absorbiert, als wenn du ein Buch liest oder Zeit. Abgesehen davon, dass ich glaube einfach nicht, dass die Menschen dieses allein zutiefst innerst möchten sie auch angesprochen werden. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Es ist in jedem Menschen der Wunsch nach Kontakt. Wunsch nach Kontakt und die ja, nach beinahe Wahrnehmung und nach wahrgenommen werden, ja. Und nach Wahrnehmung, ja. Denke ich schon, aber das wird immer weiter zugedeckt. Ich fürchte, das wird, ja. Aber ich werde es ja nicht aufheben, verhindern können oder was. Naja, wenn du alleine siehst, hier sitzt eine Mutter, haben wir neulich mal gesehen, schon eine Weile her, sitzt eine Mutter in der S-Bahn. Karin und ich sitzen hier. Auf der anderen Seite sitzt die Mutter, durch den Gang getrennt sitzt die Tochter, 8, 9 Jahre alt, guckt aus dem Fenster, die Mutter, Handy. Ja, klar, das wird auch sowieso. Dann rückt sie endlich die Mutter, weil wir mehrere Stationen gefahren sind, rückt die Mutter endlich nah an das Kind ran, sagt irgendwann, muss doch nicht traurig sein oder ich weiß nicht was und geht schon wieder weiter mit dem Handy. Und ja, dieser Kampf um Aufmerksamkeit von Kindern mit Eltern, die das vorleben in dem Smartphone oder so zu verschwinden, ist ein Thema. Elias, und jetzt dann würde ich von mir aus dieses Thema beenden, zum Beispiel, ich glaube fest daran, dass Kleinkinder, die im Wagen von ihrer Mutter geschoben werden, und die Mutter schiebt den Wagen und hat das Handy in der Hand, dass diese Kinder einen bleibenden Schaden, ich sage dir, einen bleibenden Schaden mitnehmen. Weil das ist wahrscheinlich, das ist nun meine finstere Interpretation, das ist jetzt nur das eine Bild, das geht zu Hause weiter. Komm, sei jetzt ruhig, setz dich hin, hier hast du einen Schnuller und aus, und dann geht's wieder weiter. Fernseher an. Ja. Es gibt ja sogar schon kleine Tablets oder auf dem Rand vom Kinderwagen. Da können die Kinder mit ihren kleinen Patschhändchen immer so machen und schon dann kommen verschiedene Bewegungen lernen. Ja, klar. Also, gut. Ist nicht zu korrigieren. Doch, ich glaube, es gibt schon noch. Also es gibt ja auch die Generation, also die jetzt komplett native, wie man so schön sagt, mit groß wird, mit dieser Art von Medien. Und die aber eben noch den Unterschied kennen. Bin noch mit Festnetztelefon groß geworden und weiß, wie ein Ferngespräch, was 60 Kilometer weit war, wie schweineteuer das war. Naja. Ne? Bis zum Mobilfunk, bis zum Smartphone, bis so die ganze Entwicklung quasi noch am Leibe miterspielt und gemerkt, wie vieles anderes ersetzt und oder beziehungsweise etwas füllt, was vorher gar nicht da war. Und ist das unbedingt erstrebenswert? Brauche ich diesen Zusatz und so, ne? Aber wir erfinden immer Sachen und dann müssen wir lernen, damit umzugehen. So war es schon immer.
Atombombe ist auch nicht anders. Ja, ja, sicher. Ja. Ja. Und ja, wir können auch noch mal zu was Erfreulichem kommen. Zum Beispiel, dass du die Ehre hattest, naja, eigentlich muss man ja fast andersrum sagen, die drei Fragezeichen an die Ehre, dass du bei zwei Folgen mal zu Gast warst. Nämlich einmal bei der 102 doppelte Täuschung, da warst du dieser vermeintliche Bankräuber, dessen Zwillingsbruder nämlich dann den Banküberfall begangen hat. Falls du dich da überhaupt noch erinnerst. Du klangst, ich habe mal ein bisschen noch mal reingehört, du klangst ein bisschen erkältet. Kann das sein? Na, das waren doch Drillinge, das waren doch gar nicht Zwillinge. Das waren sogar Drillinge, oh, Spoiler! Nein. Ja, das waren Drillinge, mehr. Ja, naja, das war ja eine Katastrophe. Wieso? Naja, weil, ja, ja, ja. Ja, da bin ich, oh nee, da war ich schwer erkältet, schwer erkältet. Ah, okay, also doch, ja. Und da, und ich stand im Zug, ich erinnere mich da hinten irgendwo an, und habe mir einen weggehustet und, war nur so, also ich weiß nicht, also. Mhm. Und, die, und dann habe ich gedacht, das ist ja prima. Und dann soll ich drei verschiedene, also wir werden ja nicht alle so sprechen, dann müssen wir ja doch irgendeine Farbe reinbringen. Ich habe gelitten wie ein Tier. Und und das mit allen dreien anwesend und Frau Körting. Und die waren alle da, ja. Ja. Frau Körting, na klar, und die drei eben auch. Und war auch eine schöne Arbeit, hat Spaß gemacht, war alles in Ordnung, nur dass ich gelitten habe, weil ich dachte, das geht gar nicht. Aber ich glaube, ich habe es dann auch irgendwann mal gehört. Also es war schon leichter Unterschied, war schon zu hören, aber war nicht in dem Sinne, was ich gewollt habe und was ich mir gewünscht habe. Das also du meinst Unterschiede zwischen den drei Brüdern? Ja, ja. Okay, da muss ich nochmal drauf achten, so weit bin ich gar nicht mehr eingestiegen. Aha, hast du wahrscheinlich nur die ersten 5 Minuten gehört? Ich habe hab heute einfach mal schnell reingeskippt, oder gestern. Und also die ersten 40 kenne ich ja recht gut aus Kindheitszeiten. Aber ab Folge, weiß ich nicht, 70, 80, bin ich nicht mehr so drin. Und da sind wir wieder auch bei einem Thema. Das ist ja auch eine Facette unseres gesellschaftlichen Lebens, dass sowas wie die drei Fragezeichen heute einen so riesen Erfolg haben können, dass sie die Waldbühne füllen, dass sie die Jahrhunderthalle füllen, dass sie, ich weiß nicht, das hat ja auch wieder, es sind ja eben nicht nur unsere Eltern, die da hingehen. Und es sind nicht nur wir, die da hingehen. Nee, sondern, das hat sich übergreifend. Sondern es ist übergreifend. Mit, ja. Das heißt, es ist eine, ja, auch eine zutiefst innewohnende Sehnsucht nach diesen schönen Erinnerungen, die man damals hatte. Mhm. Ob man mit seiner Freundin da war, mit seinem Freund, ob man mit den Eltern da war und wie, oder Großeltern und so. Also so Reminiszenzen, die gar nicht bewusst total sein müssen. Reminiszenzen, ritualisierende, wiederkehrende Ereignisse, also schaffen und... Also das Bedürfnis ist doch immer da. Das Bedürfnis ist gewaltig da und eben, dann sind wir auch wieder bei den ganzen Rockgrößen, die dann mit 70 Mick Jagger oder so, abgesehen davon, dass der ja immer noch so singt, als wäre er 40 oder was. Es ist ja wirklich unfassbar. Naja, aber die Sehnsucht danach und die anderen sagen, Mick Jagger, den alten Mann, lass hör auf, das hat doch gar keinen Zweck. Nein, aber die Sehnsucht danach ist eben auch da und solange wir leben und solange unsere Töchter, na, die sind, glaube ich, eher ein bisschen, ja, nicht ein bisschen, sondern viel progressiver eingestellt. Also haben wir jetzt mit diesen Gruppen nicht so sehr viel am Hut. Mhm. Ja, nö, nicht mehr so viel. Wird ihnen gefallen, aber muss jetzt nicht so sein. Hast du die Stones gehört oder was? Oder hörst du die gerne? Ich höre die gerne, ja. Ja? Unbedingt, unbedingt. Das heißt, bei dir muss man gar nicht fragen, Beatles oder Stones, sondern ist es bei dir, sind es die Stones? Beide. Ich habe die Beatles auch sehr gemocht. Ich habe die Beatles wahrscheinlich mehr gemocht, weil die mir irgendwie heimeliger waren. Ja. Die Rolling Stones waren mir doch ein bisschen sehr wüst und ein bisschen sehr wild. Ist ja nicht mehr zu vergleichen mit Heavy Metal heute oder weiß ich, wie die Gruppen heißen oder wie heißt es? Auswüchse. Na, hier, nee, nicht Auswüchse. Ist das auch eine Gruppe? Nee, nein, aber das hat ja. Nee, ich meine jetzt nicht Auswüchse. Steigerungen. Meine ich jetzt nicht. Fette Sahne, Fischfilet oder so. Okay. Die habe ich jetzt einen Ausschnitt gesehen. Dachte ich, oh, warte. Was sind das für gewaltige Typen, die da singen? Aber gute Texte.
gewechselt haben. Naja, ja, ist alles völlig in Ordnung. Mhm. Aber das meine ich jetzt. Das war so, Rolling Stones waren so ungefähr die, sage ich jetzt, passt wahrscheinlich gar nicht, aber. Aber den vom Rhythmus und von der nachher, die Performance war mir dann ein bisschen zu heftig, immer wie dieses Rum und Nebel und Rauch und da war mir dann Yves Montand oder Charles Aznavour in Paris lieber, der auf seinem Hocker saß und seine Chansons saß. Ja, ja, Chanson. Ja, naja, klar. Aber ich meine jetzt nur, übrigens, das muss ich auch noch erwähnen. Ja. Hoff, hoff. Hoff, was ich für Filme liebe. Ja, darfst du gerne erzählen. Ja, weil ich finde, dass wir jetzt heute ja einfach zu viele Ballermänner haben. Das ist diese ganzen hochtechnisierten Filme und immer explodiert was und. Also das die 90er waren ja die das Jahrzehnt für die Action-Generation. Ja, ne? Ja, also natürlich. Großen amerikanischen, ja, aber James Bond war damals ein Ironiker und was heute stattfindet, ist blutiger Ernst oder interstellarer Ernst. Ja. Also, ja, also diese Form von Überwältigungskino und mag ich nicht so. Das ist, ich synchronisiere die gern. Hugo Weaving hat gerade einen wieder gemacht. Mortal Engines. Okay. Stehst du da vor deinem kleinen Mikro und siehst da explodierende Himmelskörper und ach, ich weiß nicht was. Gut, also es ist nicht so meine Richtung. Immerhin siehst du es noch im Synchron und hast nicht verpixelte nur noch Lippen oder sowas. Das habe ich ja trotzdem. Ja? Ja. Das passiert? Herr der Ringe. Da hast du ja nur noch den Mund, oder? Ja? Habt ihr vorher als einmal den Film sehen? Nein, oder ich doch nicht. Nee? Elrond oder was? Ich habe nur noch den Mund gesehen. Okay. Und andere Filme auch. Jurassic Park. Das war alles schwarzes Bild. Krass. Da haben wir nur noch Geräusche gehört. Sag ich, ja, was denn? Da kommt der vom Auto. Ja, wird der vom Autobus überfahren oder kommt ein Dinosaurier? Ja. Oder was ist los? Nee, mach mal. Ja. Gut, nein, also was ich für Filme liebe, ich liebe Filme wie von dem Regisseur Theo Angelopoulos. Verdammt. Die Reise. Hilf mir. Oh, die Reise nach Kythera zum Beispiel. Okay, schreibe ich mal auf. Ach, der hat so tolle Filme gemacht und alle in absoluter Ruhe, alle absolut entspannt. Da steht ein Bauer und das Auto fährt an ihm vorbei und du sagst, was ist denn jetzt? Warum soll ich denn jetzt so lange dem Auto nachsehen? Du sollst dem Auto so lange nachsehen, weil du über das Gespräch, das vorher stattgefunden hat, nachdenken sollst. Das soll sacken in dich. Ja. Oh, wunderbar, wunderbar. Das ist schön. Ganz großartig. Theo Angelopoulos. Okay. Wenn Leute sich Zeit lassen zum Erzählen, finde ich das auch immer gut. Dann mag ich Ingmar Bergman natürlich. Das ist für mich einer der ganz, 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 ganz großen, wunderbaren Menschen. Na Mensch, weiß ich nicht, als Mensch habe ich ihn ja leider nicht kennengelernt, aber als Regisseur ist es für mich, ja, Abend der Gaukler, wilde Erdbeeren, oh nee, ganz großartig. Sag mal, und guckst du dir dann aber auch dann die Filme an, die du dann, zumindest wo du Hauptrollen sprichst, synchronisiert das mal an und guckst, wie es geworden ist in der Mischung? Unbedingt, nicht in der Mischung, naja, ja. Also, wie ist dann fertig geworden? Ich guck's mir... Also die Filme, die mir wichtig sind, die gucke ich mir sehr wohl an, weil ich auch der Meinung bin, dass ich noch lernen kannst oder wieder sagen. Ja, dass ich mich selbst kontrollieren kann, sagen wir mal erstmal so wertfrei, dass ich mich selbst kontrollieren kann und sagen kann, ja, das hätte man vielleicht doch ein bisschen anders machen sollen oder so. Daran liegt mir schon, oder dass ich auch durchaus zufrieden bin, sagt, das ist gut gelungen, das hat gut geklappt. Also das versuche ich schon. Gern auch im Kino oder dann auch, eher zu Hause? Auch im Kino, ja. Naja, vor allen Dingen, weil ich jetzt mit meinem Enkelsohn, wenn ich dann, wie hieß der Film, The Martians? Der Marsianer, ja. Ja, hier mit Matt Damon in Hauptrolle. Ja. Und du, ja. Und da habe ich, wen habe ich denn da wieder gesprochen? Den gab es sogar in 3D oder so, ne? Genau. Wen habe ich denn da gesprochen? Ne, das müsste,
Es müsste Jeff Daniels gewesen sein, ja. Hat er da mitgemacht? Ja. Ne, dann gut. Ach, richtig, ja. Der hat ja den Controller da genau, oben gespielt. Genau, das ist auch so wieder so ein Commander. Ne? Ja, 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 richtig. Ja, und das habe ich mir mit meinem Enkel, mit unserem Enkel angeguckt, mit Carlo. Das war dann auch schon wieder ein ganz anderes Vergnügen. Und er sieht diese Filme sehr gern. Und ja, gut, dann versuche ich auf diese Art und Weise auch wieder näher ranzukommen und zu sagen, ja, was ist es denn, was die daran interessiert? Mhm. Und naja, als Schauspieler zum Beispiel mag ich, habe ich sehr gemocht, nicht gemocht, verehrt, Gerd Voss, der aus Wien. Ja. Och nee, das waren alles so wunderbare Vorstellungen. Thomas Bernhard, Ritter Dene Voss und Richard der Dritte. Gibt es auch Chancen bei heutigen Schauspielern, die du gut findest, wo du Potenzial siehst oder die dir einfach... die dich begeistern? Ja, doch schon. Oder also auf naja, ich habe jetzt gerade ein, ich habe jetzt ja gerade einen Film gesehen oder wir haben gerade einen Film gesehen, den ich, wenn das hier drin bleibt, unbedingt jeder sich angucken sollte. The Guilty. Mhm. Ja, hast du noch nie was davon gehört? Nee. Naja, eben. Weil unterm Radar. Nein, wieso? Ja, weil ach, das ist es wieder. Dann sind wir wieder bei unserem Thema. Es werden die Filme gepusht, die mit Riesenstar-Aufgebot oder vermeintlichen Stars, derer gibt es ja auch viele, gehypt werden. Und ja, dann soll man sich den und den und den und den angucken. Und dann kommt so ein Film. Und da musst du dann schon, in der City hatte der eine sehr gute Kritik, in der Süddeutschen hatte der eine sehr gute Kritik und in manchen anderen Zeitungen vielleicht auch. Aber guckt keiner, weil da steht dann der Erstlingsfilm eines Dänen, Herr Möller. Ja, die Dänen können gute Filme. Musst du mir nicht. Ja. Und dann steht da, der Film spielt in einer Notaufnahme von der Polizei. Polizeinotrufaufnahme. Und da ist nur ein einziger Mann. Es sind noch andere Nebenfiguren, aber das sind keine richtigen Figuren. Die kommen immer nur mal rein und gehen wieder raus. Mhm. Das spielt nur in diesem Büro. Okay. Kammerstück quasi. Absolutes Kammerspiel. Ja, das ist super. Und der Mann wird in einen Kriminalfall hineingezogen und es entwickelt sich auch eine eigene Geschichte daraus. Mhm. So ungeheuer spannend und dass das möglich ist, so einen Film zu machen. Aber im Kant-Kino, im kleinsten Kino, 20 Leute aus. Und der Radar ist eben ausgerichtet auf all diese großen Blockbuster. Und jetzt die Frage, Omu oder synchronisiert? Dänisch bist du wahrscheinlich, das Dänische... Nee, es war sehr gut synchronisiert. Es war sehr gut synchronisiert. Ich bin da sehr, sehr empfindlich. Es war sehr, sehr gut synchronisiert. In dem Falle gab's... Die Preview war wohl original und ich habe gedacht, man müsste sich das im Original angucken. Mhm. Aber wir haben uns das dann doch im Deutschen angeguckt und wir gucken uns jetzt viele Filme auch Omo an. Auch so rückblickend nochmal alte andere Filme, die man nur in der synchronisierten Fassung kennt oder jetzt aktuell? Na, das relativ weniger, ja? Eher aktuell. Aber okay, das hat sich jetzt so rausgebildet in den letzten 5, 6 Jahren. Gestern haben wir Freddie Mercury gesehen, da diesen Bohemian Rhapsody. Mhm. Ja, im Original dann wahrscheinlich. Ja, im Original nicht, mit Untertiteln, ja, aber war ja auch. Und konntest du gut folgen? Ja, ja? Aber nee, da habe ich keine Probleme. Also das ging gut. Weil zwischendurch hat man eben dann doch den Eindruck, also oder es zeigt sich oft eben, dass das Original, wenn man das dann sieht, mir fällt jetzt kein gutes näheres Beispiel ein, doch viel dringlicher, viel genauer, viel nicht, weil die, will ich gar nicht unterstellen, dass die Synchronisation, nur ich kenne dann zu viele Kollegen, weiß. Das also kommt auch, natürlich auch dazu. Klar. Naja, sicher, dass man dann. Das heißt, dann hast du eher das Gesicht vor Augen anstatt das. Ja, egal. Mhm. Und deswegen sind doch mehr Filme mittlerweile strebenswert, dass wir sie im Original sehen, mit Untertiteln.
So, komm, vorhin hatte ich mir nur noch notiert, weil du hast so süß gesagt, du hast früher Autogramme gesammelt, das machst du nicht mehr. Das wusste ich ja nicht. Da kam irgendwie die Idee, welche wären das denn, die du noch haben wollen so würdest? Um den heute Faden nochmal zu... Heute, ja. ...zu knüpfen. Ach. Wer fehlt noch in deiner Sammlung? Ja, also, fehlen. Es fehlen eine Menge. Aber wen würde ich heute... Ich könnte eine Menge aufzählen, von denen ich auf keinen Fall eins haben möchte. Kannst du auch gerne zwei Beispiele nennen? Nee, vielleicht. Das will ich jetzt nicht. Das ist, weil es sehr, sehr subjektiv ist. Nee, das ganze Gespräch ist subjektiv, das ist mir klar. Aber das wäre zu subjektiv. Nee, das. Naja, Martin Wuttke finde ich natürlich schon großartig. Das ist schon eine Extraklasse. Wie wär's mit deiner eigenen Unterschrift? Müsst ihr dir auch noch ins Buch dann rein? Ich in mein Buch? Mhm. Ganz zum Ende. Zum Ende dann? Ja, oder? Ja, aber erst auf dem Bett. Ja? Auf dem Totenbett. Ja. Und was ist dein letzter Satz? Hast du den schon überlegt? Ich werde nicht sagen, es werde Licht. Nein. Ja, ich hatte schon ein paar Mal was. Ja? Da habe ich schon mit meiner Frau drüber gesprochen. Er hatte noch so viel zu sagen oder so. Genau. Na, oder bitte sag, dass ich etwas sagen wollte. Aber Sag du es. Ja. Nö, weiß ich jetzt nicht. Aber ein Satz möchte ich noch. Es gibt einen wunderbaren spanischen Dichter, Jiménez. Du hast es ein bisschen mit den Spaniern auch, oder? Auch bei den Autoren und so? Ja, ich mag die Spanier. Ja. Okay. Spanier und Südamerikaner. Ja. García Márquez. Jiménez hat geschrieben, Buch, Begierde all überall zu sein in Einsamkeit. Ich wiederhole. Mhm. Buch, Begierde all überall zu sein in Einsamkeit. Das ist für mich ein tiefsinniger Satz, mehrdeutig, vielleicht kommen manche noch weniger auf andere. Weniger Elfenbeinturm, aber es geht schon, also Autoren sind einsam, wenn du etwas schreiben oder schaffen willst, der Prozess findet alleine statt. Oder, also da steckt so interpretiert, ich fange mal drauf an. Ja, ist ja gut. Rauszuhauen, ja, nee, ist gut. Also, so rum hab ich's eigentlich, interessant, ja. Nee, so rum habe ich es nicht gedacht, aber du hast natürlich völlig recht, so geht's auch. Aber gut, das ist ein guter Hinweis. Ich habe es gedacht als vom Leser her. Mhm. Wenn ich ein Buch lese, dann ist es die Begierde, all überall in der gesamten Welt zu sein, aber in Einsamkeit oder sehnsüchtig in Einsamkeit. Das wäre jetzt die Interpretation. Ja. Begierde, all überall zu sein, aber in Einsamkeit. Oder Begierde, all überall zu sein, in Einsamkeit. Ja. Einsam am Strand lesen. Ja. Genau. Also, aber der Prozess des Lesens ist ja auch, muss ja in Ruhe und mehr oder weniger richtig, allein sollte stattfinden. Ja. Aber du hast völlig recht. Es geht natürlich auch vom, aus der Autorensicht. Ja. Nö, ist doch wunderbar. Wenn es für beide funktioniert. Für beide funktioniert, ist es doch großartig. Ja. Schön. Gut. Super. Ja, na, besser kann es ja nicht sein. So, wollen wir zu deinem Text kommen? Können wir machen. Ja? Ja. Das ist super, super Überleitung. Genau. Kannst du das Licht etwas heller machen? Ja, das wird nicht sehr hübsch, aber ich mache noch ein bisschen heller. Wir sind ja nicht beim Fernsehen, ne? Oder ist das Fernsehen hier? Nein, das ist nur Ton. So, ich könnte auch noch ein bisschen mehr leuchten hier mit so einem Smartphone. Sowas kann das nämlich auch. Nö, ich denke, das wird kalt. Ah. Guck mal, ist doch ganz schön, oder? Ja, das ist ganz gut. Guck mal, kann doch noch ein bisschen was. So. Also das ist, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ein Autor, ein österreichischer Autor, Alfred Polgar, der viele Hunderte von Feuilletons geschrieben hat. Und das würde ich jetzt nicht für einen Feuilleton-Bericht halten, das ist ein flammendes Plädoyer.
Und er hat sehr, sehr menschlich, warmherzig geschrieben. Immer mit dem Bestreben, der Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und Alfred Polger ist ein ganz, ich möchte sagen, sanfter, die Menschheit liebender Mann. Mhm. Und das, was hier jetzt, werden wir mal sehen, wie dir das gefällt. Mhm. Also Alfred Polger hat gelebt von 1873 bis 1955. Mhm. Also auch beide Kriege mitgemacht. Mhm. Ja. Rede leider nie gehalten am Grabe der Opfer. Ich rede zu euch, den Toten, aber indem ich euch sage, begehe ich schon eine Fälschung, schlage schon eine trügerische Wolte, bin schon mittendrin im dicksten rhetorischen Nebel, in jenem Dunkel, in dem sich gut munkeln lässt. Denn wen meine ich unter euch? Meine ich die Kadaver hier in den Särgen, die pulverigen Rückstände in den Urnen, also Dinge, Sachen, denen außer im Märchen ein Du so wenig zukommt wie ein Ich? Oder meine ich unter euch das, was ihr gewesen, ehe ihr wurdet, was ihr nun seid? Da wäre mein Echo ja wiederum ein Schwindel, denn nur deshalb, weil ihr ganz und gar nicht mehr die seid, die ihr wart, sondern was völlig anderes, nämlich Tod, nur deshalb ergeht an euch meine feierliche Rede. Erlaubt mir aber bitte dieses hypothetische Euch. Sonst käme meine Rede nicht in Schwung. Und überdies ist es ja nun einmal Brauch, die Toten, wenn wir sie begraben, also wenn sie schon unendlich viele Ewigkeiten weit fort sind, anzusprechen, als seien sie noch in der Nähe, noch am Beginn einer Reise, als setzten sie eben den Fuß in Charons Kahn, könnten unser Fahrwohl noch vernehmen und das tränennasse Taschentuch noch sehen, mit dem wir Abschied winken. In Klammern. Ich habe sogar schon gehört, wie man Toten Lebwohl zurief, ehe man sie in die Gruft entließ, was fast schon so klang, als wünschte man ihnen Gesundheit und gutes Wetter. Also, ich gestatte mir die Lüge, euch und ihr zu sagen. Doch dies soll auch die einzige Lüge sein, deren mein Spruch sich schuldig macht. Was nun kommt, ist lauter Wahrheit, pietätlose, ungerührte, von keiner Träne verwischte Wahrheit, wie man sie eben nur Toten sagen darf, das heißt Zuhörern, die nichts hören. Da kann ich euch vor allem nicht verhehlen, dass ihr furchtbare Narren wart, als ihr um einer Sache willen euch opfertet, dass ihr eine grenzenlose, greuliche, in der Tat todeswürdige Dummheit begingt, als ihr das Leben wegwarft, gerade um dessen Willen, was es euch doch lebenswert machte, als ihr, Sinnlose, um den Inhalt zu retten, ausgerechnet das Gefäß zerschlugt, das diesen Inhalt fasste und hütete. Ich mahne, gleich den übrigen Rednern, und doch anders wie sie, die Brüder, sich an euch ein Beispiel zu nehmen, nämlich ein abschreckendes. Ihr habt der Idee, für die ihr lebtet, furchtbar geschadet, als ihr für sie starbt. Denn euer Tod dient ihr bestenfalls als Zierat, als pathetischer Aufputz, indes euer Leben ihr als wirkende Kraft diente, als Stein und Stufe zum Bau, als Geist und Hand und Willen und Leidenschaft. Euer Tod würde, sagen die priesterlichen Anreißer, die Sache, deren Willen ihr starbt, fördern. Denn sie sind der Meinung, wer helfen wolle, die Menschheit zu erlösen, müsse solchem Zweck sein Leben opfern. Dies mag, abgesehen davon, dass jede Erlösung die Menschheit nur in einen anderen erlösungswürdigen Zustand treibt und sofort in unendlicher Schraube, dies mag gelten. Aber einem Zweck, das Leben opfern, heißt doch wohl richtig verstanden, ihm alle Kräfte und Möglichkeiten, über die dieses Leben verfügt, zuwenden und nicht, wie ihr das getan habt, sie ihm radikal entziehen? Oder glaubt ihr wirklich, euer Tod bedeute Gewaltiges für die Idee, der ihr lebtet? Was für törichte Heilandallüre, was für größenwahnsinnige Überschätzung eures Nicht-mehr-Seins,
Was für kindliches Ernstnehmen der pathetischen Floskeln, mit denen die Überlebenden euren Tod zudecken, um ihn nicht in seiner ganzen krassen Sinnlosigkeit erkennen zu müssen. Woher kommt den Menschen, die es loben, dass ihr für die Sache gestorben seid, der Mut zu solcher Rede? Aus der Gewissheit, ihr könntet nicht hören, was sie sprechen. Fehlte diese Gewissheit, sie hielten ängstlichst den Mund und verkröchen sich ins dichteste Gewühl der Lebendigen. Kommt, falls euch Irdisches noch bekümmern sollte, nach kurzer Zeit hervor aus dem Nichts, in das ihr hinabgestiegen seid, und prüft die Resultate eures heldischen Opfers. Fragt die euch Ferneren, wie es um das ewige Angedenken steht, das euch zugesichert ward. Alte Zeitungen werden dem Gedächtnis derer, die schworen, euch nie zu vergessen, nachhelfen müssen. Fragt die euch Näheren, ob der Gedanke an den Gedanken dessen Willen ihr sie allein ließet, auch nur ums Geringste ihre Tränen entbittert hat. Ich fürchte, ihr werdet Frau und Kind die Sache, die zu segnen ihr euer Blut hingabt, verfluchen hören. Kommt nach etwas längerer Zeit wieder und sucht die Tempel, an deren Altären ihr euch schlachten ließet, ihr werdet pittoreske Ruinen wiederfinden, die Götter abgesetzt, die heiligen Riten als nummerierte Archivstücke, zeugend von vergangener Zeiten wunderlichem Wahn und Irrtum. Ich weiß nicht, um welcher Sache, Partei, Pflicht, Idee willen ihr gestorben seid. Ich nehme an, es müsse was sehr Schönes und Hohes gewesen sein, zu dessen fragwürdigem Vorteil ihr euch massakrieren ließet. Das ändert aber nichts an der Torheit eures Tuns. Weil euch auf zeitbedingter Erde zu wenig Licht ward, seid ihr in die ewige Finsternis hinabgesprungen. Um die Welt, in der ihr atmetet, zu bessern, habt ihr sie, die doch nur in und durch euch existierte, denn Welt ist eine Funktion, eine Fiktion des Ich, und mit jedem Ich geht die ganze Welt zugrunde, völlig zerstört. Um das Leben hochzubringen, seid ihr zum Erzfeind, zum Tod übergelaufen. Die Mitkämpfer beruhigen euch, ihr wäret nicht vergeblich gestorben, und sich, ohne Menschenopfer gäbe es nun einmal kein Aufwärts der Menschendinge. Vielleicht trifft das zu. Aber ich glaube, in eine wirklich höhere Phase der Entwicklung wird das allgemeine Spiel erst getreten sein, wenn die Streiter sich der geopferten Kameraden schämen, nicht sich ihrer rühmen, wenn sie die Grüfte begrenzen werden, weil keiner darin liegt, und der Kult der gefallenen Opfer abgelöst sein wird vom Kult der leeren Gräber. Soweit Alfred Polger. Wow. Ja. Mächtig, mächtig. Und ich denke, da gibt es noch viel, viel, viel zu entdecken. Weißt du, wann er das geschrieben hat? Ja, das also bezieht er sich ist ein großer... Ich denke mal, das wird nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Mhm. Na, nach dem Zweiten, glaube ich, eher. Ja, ich weiß es nicht. Das war ein Fehler, dass ich das nicht... Ist nicht so schlimm. Dass ich das nicht nachgeguckt habe. Aber ich denke, es wird nach dem Ersten Weltkrieg gewesen. Ja. Aber es ist ja auch... Nicht richtig wichtig, weil... Ja. Stellvertretend für alle Kriege, für alle Opfer, für alle Opfersüchtigen ist es, ja. Kreuzzüge, egal. Für eine Ruhe. Und gilt heute, ja, gilt heute genauso, klar. Mhm. Ach, schön. Ja, wir könnten das auch noch 2 Stunden weitermachen, ne? Der Kaffee ist aber kalt. Ja, der Kaffee ist kalt und alle. Und alt, wenn er jetzt... Ach, ja. Nein, es hat mir auch Spaß gemacht und... Das ist schön, dass du da warst. Gut. Danke, Wolfgang. Gerne, Elias. Das war Wolfgang Kondrus und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.